Popöge zurück, liebe verjunkten Redstone-Noobs und Fortgeschrittene. Hier sind wieder liebe Spawn und der Agent. Hallo. Moin. Moin, moin, moinsen, sag mal da. Da geht mal für uns gerade mal extra die Sonne da hinten auf. So, muss man ja mal in der Totalen zeigen, aus der Froschperspektive. So, Hut einblenden und ab geht die Post. Was macht man heute, lieber Spawn? Wir haben heute wieder Redstone. Haha, wer hätte es gedacht? Gehen jetzt mal so ein bisschen in die fortgeschrittene Ecke und zeigen heute mal den Umschalter oder auch T-Flipflop genannt. Cool. Kleines Verwendungsbeispiel ist, wir haben hier eine Tür. Was wir jetzt vorhaben, ist praktisch, normalerweise hätte man dann hier da einen Schalter. Ha, ich weiß, was du meinst. Das können wir so nicht machen. Aber im Normalfall hat man da einen Schalter. Das geht nicht. Ja, auch gerade gemerkt. Ja, auf jeden Fall. Ich zeig's nicht von oben. Wir zeigen unser Anwendungsbeispiel. Genau, Schalter. Genau, Schalter. Zack. Und zack. Und das Schöne ist, muss man jetzt gleich mal dazu sagen, normalerweise dieser Taster, wie wir alle wissen, gibt nur ein kurzes Signal. Das heißt, die Tür würde kurz aufgehen, wieder zu. Wie jede andere Druckplatte auch. Aber wir wollen ja einen Umschalter haben. Das heißt, ich kann jetzt hier drauf drücken. Dann geht die Kiste auf, bleibt auf. Und hier drinnen, das erklären wir alles gleich, haben wir nochmal einen Schalter. Und wenn wir da drauf drücken, schaltet man das Ganze wieder um. Genau. Das und sieht zur eigentlichen Technik kommen wir dann jetzt, wa? Genau, das Ganze sieht ja so ein bisschen crazy auf. Wir haben es natürlich wieder vorbereitet. Das werden wir gleich nachbauen da drüben. Aber dazu zeigen wir euch erstmal das Grundteil, was dafür verantwortlich ist. Nämlich das, was man hier unten schon sieht. Da fliegen wir eben mal hin. Das ist der sogenannte T-Flip-Flop. Ding, ding, ding. Weiß gar nicht, wer auf den bescheuert. Wie kommt man eigentlich auf T-Flip-Flop? Wo kommt das eigentlich her? Weiß das jemand? Weißt du das, Spawn? Spawn? Hm? Okay. Nicht erschrecken, wir haben hier schon ein bisschen vorgebaut, Vorbereitung, kein Thema. Zeigen wir euch alles. Also wir sind jetzt nicht mehr in Basic, wir sind jetzt hier gelbe Wolle, gelbe Matte, heißt jetzt Advanced, also ein bisschen fortgeschritten schon, weil wir haben ja die Grundlagen hinter uns gelassen, wir sind ja jetzt keine Noobs mehr. So. Sozusagen, genau. Und da fange ich einfach mal an. Also wie wir drüben schon gelernt haben, der Knopf macht ja eigentlich nur ein normales Signal und der geht... So, an, aus. Ui, toll. Relativ öde, ja. Genau. So, wenn jetzt aber den Pisten, beispielsweise, weil wir es jetzt brauchen, für wer weiß, was auch ich, für was auch immer, den praktisch permanent eingeschalten haben wollen, aber ganz gerne so einen Knopf verwenden möchten, bräuchten wir einen sogenannten T-Flip-Flop. Das ist die Konstellation hier hinten. Das Gelump hier. Das sieht kompliziert aus, so ein bisschen verwirrend auf den ersten Blick. Also mir ging es zumindest so, als ich das erste Mal bei YouTube gesehen habe, dachte ich so, what the hell is that denn? Wie funktioniert denn das? Ja, das werde ich gleich erklären, aber ich glaube, du zeigst mal nochmal erstmal, wie es funktioniert, oder? Ja, zeigen wir erstmal, wie es funktioniert. Also wir haben jetzt hier vorne den Schalter, den Knopf, drücken einmal drauf. Zack. Und schalten so um, dass wir ein permanentes Signal haben. Ist vom Aufbau eigentlich ganz einfach. Wir haben... Achso, man sollte vielleicht eins dazu noch sagen. Ist natürlich auch klar, man könnte das von der Grundsache her natürlich mit einem normalen Hebel machen. Aber der ist schlecht für eine Wechselschaltung, um das mal elektrisch auszudrücken. Das kann man auch damit machen, ist aber blöd. Oftmals ist es viel, viel schöner, wenn man so einen Taster nimmt, wo man einmal drauf drückt und schaltet damit permanent etwas um in den einen oder anderen Zustand. Das ist einfach es die Sache. Das sieht halt einfach schöner aus, ja. Ja, das brauchen wir auch ab und zu mal. Und dafür gibt es ja diesen abgespaceden T-Flip-Flop. Genau. Und so. Die eigentliche Sache besteht im Grundsätzlichen eigentlich aus hier oben, boah, bei mir hat es gerade gehackt, aus zwei Invertern praktisch hier oben drauf. Ein hier. Das läuft dann halt so, dass dann praktisch die beiden Pisten sich durch einen Glitch eben halt das Kloppen kriegen und dann einer praktisch so umgeschalten wird, dass immer einer stärker ist als der andere und damit dann die ganze Sache eigentlich nur funktioniert.
Eigentlich irgendwie witzig, dass es überhaupt funktioniert, finde ich nach wie vor, weil genau genommen ist es ja, wie du schon sagst, wir haben hier außen einfach eine Redstone-Fackel über jedem Piston. Das heißt, eigentlich sind beide Pistons dauerhaft gepowert und drücken sich einen ab, aber nur einer gewinnt immer. Und das ist das Lustige, dass das so hin und her funktioniert. Und wir machen ja Ja. nichts anderes, wie hier oben, wie du sagst, den Inverter umschalten. Das heißt, wir geben hier Saft drauf und das war's. Und schalten einfach aus Plus, Minus und dadurch einigen die sich lustigerweise immer im Wechseln. Ne? Und Die das auch, machen wir ja, uns dann, zunutze. Ja. genau, deswegen ist es ja eigentlich auch nur ein Glitch, dass es funktioniert und das wird hoffentlich auch weiter funktionieren in dann in späteren Versionen. Ich hoffe es zumindest. Ja, und was man doch dazu Weil natürlich sagen muss, ist ja schön, wenn die hin und her schalten, aber wie kriegen wir da Power raus? Und das nutzen wir relativ simpel, indem wir, ich mache jetzt gerade mal, geh mal ein Stück weg, das mal hier auf. Relativ simpel, indem wir hier unten einfach eine Fackel hinmachen, die dauerhaft powert, ja, und führen da einfach eine Leitung raus, ne? Die powert dann hier lang, aber dadurch, dass da mal der Block ist und mal nicht, der dann von der Redstone-Fackel gepowert wird, also die Fackel drunter powert jetzt den Block und führt Strom raus. Und wenn wir umschalten, ich schalte nochmal gerade um, dann ist da kein Block mehr und dann schafft diese Redstone-Fackel nicht, das Kabel hier zu powern und somit schalten wir um. Und das funktioniert zuverlässig an und aus. Also noch, wir hoffen mal, dass es dauerhaft so bleibt. auch, weil das ist echt recht praktisch. Ja. Gut, dann zurück zu unserem Anwendungsbeispiel. Genau. Ich Jetzt haben wir bin so eine erst da, ich bin schöne, erst da. schöne T-Flip-Flop-Dingens. Jetzt wissen wir immer noch nicht, wie er auf den Namen gekommen ist, aber ist ja egal. Ja. Also so sieht das aus. Ich zeige es nochmal von hinten ganz kurz. Ich zeig mich mal von hinten ganz kurz, okay? Ja. Ha, geil, ne? Wir haben hier draußen, hier hinten dran ist unser Schalter. Hoppla. Der geht dann eben auf diese Überleitung, die dann diese beiden Fackeln hier jeweils umschaltet und hier drunter, da unten drunter unter dem grünen Block ist wieder unsere Dauerfackel, die hier Strom leitet. Und da jetzt ja gerade der grüne Block da ist, unser Schaltungsblock, haben wir hier Dampf und das Ding ist ausgefahren. Und haben wir nichts anderes gemacht, wie hier drüben unterirdisch sozusagen eine Leitung gelegt, hier hoch und mit diesem Repeater da vorne powern wir einfach die zwei Pistons, die da drunter verbaut sind. Die müsste man hier sehen. Genau, das ist nichts anderes. Wir gehen hier mit unserem Repeater rein, powern die zwei Dinger, fahren die somit aus und die Tür ist zu. Und wenn wir einen der beiden Tasten drücken, schalten wir hier oben um. Drücken wir mal da drauf. Zack, ihr seht, die geht kurz aus. Die Pisten einigen sich neu sozusagen und da verliert immer der andere im Wechsel und schon ist das Ding wieder aus und die Tür ist auf. Das bauen wir nach. Oder besser gesagt, Spawn baut es jetzt nach. Da haben wir so ganz grob Gut. vorbereitet. Zumindest haben wir schon mal eine Mauer hingemacht. Genau. Also, wir fangen erstmal damit an, die Pistons kommen dahin, davor. Fail! Oh, Steinblöcke! Boah, komm, ich mach dir Steinblöcke. So. Okay. Dann nicht. So. Muss So, man auch dann schon ein haben. bisschen überlegen, ne? Merkst du? So, dann kommt jetzt hier ein blauer Block hin, weil. Warum Genau, weil bei eigentlich? uns der blaue Block Repeater bedeutet mit Schaltung 0. Der Ne? Die echt ein blauen sind ja Repeater benutzt? verschiedene Ja. Steps bei uns. Und das ist ein Okay. Nuller. Das bedeutet, hier ist keine zeitliche Verzögerung. Das könnten wir jetzt auch verzögern, aber wozu? Dann würde das einfach noch länger dauern, bis die umschaltet. Da muss noch ein Genau. weißer hin und da musst du runter, glaube ich. Genau. Und jetzt ist eben Irgendwie so. halt. Ja, wenn man es Jetzt steht halt, er. wir haben es jetzt Ah, halt unter genau. die Erde gebaut, weil wir gesagt haben, man will ja hier drüber laufen, man kann das auch ganz billig hier über Land legen, sozusagen, wenn man Bock hat. Wir haben gesagt, okay, wir legen es jetzt halt mal hier drunter, weil, dass man da drüber laufen kann, dass das ein bisschen veranschaulicht ist. Der ist nicht weit geworden. Boah, siehst du, kannst du mal Schredder sehen. einfach weg die Scheiße jetzt hier. Oh, jetzt werde ich kaputt machen. Soll ich hier umfangen? Was ist das? So, wenn du das aushöhlst, nehme ich mir einfach schon mal einen Taster. Ich lasse dich das mal da aushöhlen so lange und baller den mal hier. Ich glaube, ans folgende Feld war der ja, glaube ich. Oder ans nächste. Lass Dann. mich mal schauen. Ans nächste war der. Zupf, da machen wir schon mal unsere Taster hin. Der dann hier, da, diesen Block hier gleich powert. Hier, dann zack. Da sieht man's. Hat man kurz gesehen. Und du machst jetzt hier den T-Flip-Flop. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Jetzt baue ich nochmal ab. So. Also wir haben hier unsere beiden Pistons, zwei Felder dazwischen sind leer, dass die sich hin und her schieben können. Und die brauchen ja irgendwas, was sie hin und her schieben. Und da haben wir halt unsere grüne Wolle bedeutet einen Schaltkontakt. Und das ist es. Und da unten, das ist das, was sie schalten, da kommt die Redstone-Fackel hin. Ich mache die jetzt mal dahin. Zack. Genau. So.
Das ist eigentlich der Grundaufbau von den P-Flip-Flops, also praktisch links ein Piston, rechts ein Piston, dazwischen zwei Blöcke frei. Und letztendlich, wo die Redstone-Fackel sitzt, ist völlig Jacke wie Stimmt, die könnte doch da drüben sitzen. Hose. Also die könnte eigentlich rein theoretischerweise auch hier sitzen. Das funktioniert, wenn man es richtig macht, genauso. Also egal ob da oder da, das ist völlig Schnuppe. Ja. Sollte Also aber wir jedem, der hatten's. bisher aufgepasst hat, ein bisschen klar sein, dass das so ist. Genau. So. Aber, Also ah ja, genau. ich wollte es nur noch mal gesagt haben halt. Genau. Das heißt, hier ist jetzt unsere Hier. Fackel. Die kann momentan das hier nicht powern. Das mag ein bisschen verwirrend erscheinen, aber die Fackel powert ja im Prinzip nur nach oben. Die packelt ist geil. Die packelt, Die ja, packelt, gut. das ist die Kurzform für Fackel powert. Also wir können jetzt Genau. quasi Storno reden. Ne? Die Packel fauert praktisch Die Packel sozusagen. powert. Ja, würden wir das jetzt so machen, dann geht das, weil das auf der gleichen Ebene ist. Aber da wir ja eins höher bauen, ganz bewusst, powert, powert die Fackel eben nicht. Aber sobald hier ein Block draufkommt, wird dieser gepowert und dann reicht das wieder, um unsere Redstone-Leitung hier zu powern. Klingt Genau, weil. vielleicht für jemanden, der damit nichts zu tun hat, irgendwie verwirrend, aber da muss man sich dran gewöhnen. So ist eben Redstone. Genau, und wir hatten es Genau. ja auch erklärt, wenn eine Redstone-Fackel unter einem Block ist, wirkt der Block, der oben über der Redstone-Fackel sitzt, praktisch als Heiler, Stecker, Steckdose und damit funktioniert das dann wieder. Genau. Gut, jetzt kommen wir mal zu der weiteren Verkabelung, bevor wir uns hier noch völlig festbraddeln. Diesen hier, diesen Teil. Genau, diesen Teil. Und zwar hauen wir jetzt hier einfach mal völlig wild Redstone los. Wir sind mal so lustig. So, dann kommt jetzt, also, das ist jetzt hier. Das Wie? ist Achso, ja, genau. jetzt. Bau erstmal Ja. das. Wir konzentrieren uns erstmal auf den T-Flip-Flop. Und zwar jetzt für den T-Flip-Flop fehlt jetzt hier noch eine Redstone-Torch. Und hier noch eine. Die ja Hier links eigentlich und unsere rechts Pistons eine. powern. Genau. So, und das ist dann eigentlich schon im Groben. Der T-Flip-Flop. Jetzt haben wir halt hier unten, wo es jetzt hier so abgesenkt ist, unseren Output, also den Ausgang zu dem, was auch immer wir betreiben wollen. Und hier oben, wo wir den auch immer anschließen, ist auch wieder völlig egal, ob links, ob rechts, ob hier vorne oder ob hier hinten. Das ist völlig Schnuppe, das funktioniert auch wieder überall. Auf jeden Fall kommt hier oben dann der Input, praktisch unser Einschaltsignal ran. So, vorne ist ja der Knopf schon dran. Jetzt sollten wir vielleicht hier, weil wir sind ja in unserem Haus. Nehmen wir mal eine Genau. Steinwand, hauen wir hier den zweiten Knopf ran. Oder um es noch besser zu verdeutlichen, mal so tun und hauen wir unten noch kurz Ja, Glas drüber, damit man hier auch rüberlaufen kann. das ist jetzt mehr So. Kosmetik, aber von der Sache her kommt Ja, jetzt hier nur der ist halt Schalter nur hin. zur Genau. Verdeutlichung. So, genau. So sieht das von Dann oben aus. halt. Ist praktisch hier noch Wand. Wollen Wenn wir man es erstmal jetzt gucken, ob es natürlich. funktioniert, was du da gebaut hast überhaupt. Ich gehe mal raus und gehst mal rein, oder was? Hallo? Ich hab's gebaut. Genau. Genau, jetzt So, kann man den also. Käse hier, man kann sich das vorstellen, das ist vielleicht jetzt hier ein Berg oder was auch immer. Spielt keine Rolle. Wir machen es aber nicht ganz zu, man soll es ja noch sehen können gleich. Machen wir Also, nicht so viel, wir wollen noch gucken können. Aber ich glaube, auf jeden Fall sollte ist. klar sein, das ist jetzt hier irgendein Berg, scheißegal, was das ist. Hier Oder ist jetzt unser irgendwie zu. Haus, whatever, ist ja auch völlig schnipp. Auf jeden Fall ist es hier eingebaut und dann kommen wir halt von jetzt beispielsweise von drinnen, drücken Knopf, Tür geht auf, wir latschen durch, wir drücken von außen den Knopf und die Buchte geht zu. Das Ganze kann man ja wirklich fast auch in einem Berg machen. Wenn man jetzt einen Berg hat, der hier irgendwo Erde hat und wo irgendwelche Aussparungen sind, kann man relativ einfach das Ganze da verstecken auch. So eine ganz Ja. billige Art, einen Eingang zu verstecken, weil den Steintaster im Texturpack im Original, den siehst du sowieso kaum. Man könnte das auch mit einer Deswegen. Platte machen oder 1000 Varianten. Das wäre zumindest mal eine Möglichkeit, eben diesen T-Flip-Flop oder den Umschalter, könnte man auch nennen, hier zu verbauen. Ja. Genau, jetzt können wir ganz kurz, fällt mir jetzt gerade ein, weil du es gerade gesagt hast, schoss es mir jetzt gerade so durch den Kopf, können wir just for fun mal Was noch machst du denn kurz da? hier unten Das nochmal war so eine. nicht geplant, das steht nicht im Drehbuch. Ja, das ist Oh Gott, oh egal, das ist mir Gott. aber gerade eingefallen. Feindliche Übernahme. Jetzt baust du wieder So. irgendwas, was nicht funktioniert. Wir blamieren uns über alle Füße. Über alle Füße? Vor Ist allen Dingen, gut. was für Hölle baust du da? Ah, okay, jetzt ist mir alles klar. Jetzt ist mir alles klar, du baust hier eine Druckplatte hin.
Genau, den Teil hier kurz nochmal. Damit der überhaupt keinen Sinn Gaskugel. macht. Der ganze Scheiß So. jetzt. Ja, weil du es gesagt hast. So. Einmal drüber latscht. Funktioniert Genau. auch. Also, dann müssen wir nicht unbedingt da den Schalter nehmen, dann könnte man nämlich. So. Also funktioniert genauso praktisch. Da müsste man es eben halt nur ein bisschen anders bauen halt. Aber ansonsten, Ja, aber dann macht das Ganze ja Funktionsweise irgendwie ist keinen Sinn dieselbe. mehr, weil ich, wenn ich eine Druckplatte baue, dann würde ich ja den ganzen Schaltungskram gar nicht machen, dann würde ich ja hier per Repeater direkt da reingehen, weil die Druckplatte hält ja ein, zwei Sekunden oder sagen wir mal eine Sekunde den Power, in der Zeit bin ich ja da durchgelaufen, wie bei einer Tür. Ja, aber das wäre dann praktisch die Variante für drinnen, für im Haus. Weil Genau. von außen vom Haus, da könnte man ja so eine Druckplatte nicht geben, weil dann ansonsten würden ja Zombies, Creeper und so weiter alles ringelatscht kommen. So ist Von es. außen wäre dann praktisch das hier, das wäre dann praktisch außen. Und von innen, wenn man durchlatscht, zack, Tür zu. Einfach ein Anwendungsbeispiel für so eine schöne T-Flip-Flop-Geschichte hier. Einfach mal, Genau. dass wir mal noch was Spannenderes gebaut haben und die Basics jetzt einfach mal vorbei sind. Jetzt setzen wir die mal in ein paar Projekten um. Das ist das Erste. Hier vorne hatten wir ja schon die Knight Rider Lamp, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Hier X kommt ist das so Ding gut. hin. Das reißen wir später wieder ab fürs nächste Projekt und so bauen wir immer weiter. Genau, also wir lassen immer das aktuelle, also das letzte lassen wir immer stehen als kleine Erinnerung, Genau. als Memory So ist sozusagen es. und Und die an dieser aktuelle, Stelle würde ich also. sagen, können wir abschließen, oder? Wir haben das T-Flip-Flop-Gerät hier mal gezeigt. Ja. Ne? Und beim nächsten Mal zeigen wir euch dann was Neues, unter anderem wahrscheinlich mal zwei, drei Clock-Varianten. Bis dahin würde ich sagen, Ja. hier hast du einen Pisten. Hier hast du jetzt doch. So. Alles klar. Haha, bis dann. Macht's Tschüss. gut. Ciao. Tschüss.